Gewonnen! Ey, was für ein Spiel! Meine Fresse! Ja, es war wieder typisch, dass wir dann 2-1 in Rückstand geraten nach der ersten Hälfte, die auch gefühlt hin und her ging. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vor der Pause können wir das 2-1 machen. Natürlich geht der Ball nicht rein. Alle feiern sie Castells. Der stand einfach nur im Weg. Irgendwie, ich weiß nicht, ich muss mir das nochmal angucken. Hat er den tatsächlich durch den Reflex gehalten? Oder ist er eigentlich nur angeköpft worden von Hübers? Naja, als das passiert ist und kurz danach ja dann Pause war, habe ich gedacht, Mann, ich sag noch vor dem Spiel so blöde, wir schießen drei Kopfballtore heute, das wäre das zweite gewesen nach Modests Tor. Überhaupt das 1-1, Hector hat stark nachgesetzt gegen Riedle Baku. Ja, Duda macht das dann auch wieder sehr stark. Ja gut, bei Kainz, der hobbelt irgendwie ein bisschen auf, unglücklich. Und natürlich geht er nicht rein oder Latte rein. Er geht raus, aber zum Glück endlich mal haben wir jetzt das Matchglück und er fällt Modest vor die Rübe. Castells, der gefühlt größte Torwart der Welt oder in der Bundesliga, keine Ahnung, kommt zum Glück nicht ran mit da, mit seinen Pranken da. Und meine Oma würde wieder Domestos sagen, ne? Trifft. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, noch nach den guten Freischuss, den Kainz sehr stark direkt vors Tor spielt und Hübers da seine Rübe reinhält. Ja, und dann habe ich gesagt, Mann, und dann gehen wir wieder 1-0 hinten da durch Weghorst oder wer das da war. Ich keine Ahnung. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier Quatsch erzähle oder was. Ja, und dann kommt zum Glück rechtzeitig mal der Wechsel, beziehungsweise und dann hat er auch endlich mal wieder gefruchtet, wie zum Anfang der Saison, wo Baumgart die Jungs reingeschmissen hat, die von der Bank kamen und die haben dann nochmal einen neuen Schwung gebracht. Ja, und ja, Modest hat zwei Tore gemacht. Uth mit seiner Erkältungslunge hat auch getroffen, auch noch mit dem Bronchien wahrscheinlich. Aber ganz ehrlich, nachdem wir das 3-2 gemacht haben, wie Schwebe den einen Ball dann auch gehalten hat, gut, der kam natürlich ziemlich zentral, aber der kann auch mal so schnell kommen, dass du nicht mehr mit der Hand hinkommst und er hat ihn halt gehalten. Also Schwebe zum Ende des Spiels hin durch den Ball, den er gehalten hat und wenn man sich jetzt einen aussuchen kann oder sowas, da lege ich mich jetzt einfach fest. Da könnt ihr auch einen anderen nennen, einer, der 90 Minuten gespielt hat oder weitaus mehr. Aber ja, Baumgart hat das Spiel gewonnen durch die Einwechslung und so gesehen der Matchwinner. Ja, der Held sozusagen ist Modest, kann man sagen. Letztendlich durch die zwei Tore ja. Aber unser Matchwinner, der uns dazu gebracht hat, ist einfach Kingsley Schindler. Ja, vielen Dank, King, für diese Leistung. Schade, dass du deine kurze Spielzeit nicht noch selber mit deinem Tor belohnt hattest da. Auch wieder schön noch gespielt von Uth, von links reingespielt. Andersen hat das nicht eigensinnig gemacht, nicht angenommen und mit dem schwachen linken Fuß da flach Castells in die Arme geschossen, sondern abgelegt auf Kingsley Schindler. Ja, und der Ball fliegt eigentlich ins Tor, aber er fliegt natürlich, ne, Stangenschuss, würde Stöger sagen. Also ans Gebälk und dann geht er natürlich auch nicht rein. Aber es ist mir so scheißegal, wir haben dieses verkackte Spiel gewonnen. Ja, und wenn ich mir so die Daten angucke oder sowas, Wolfsburg hat nur gelauert. Die wollten, dass wir Fehlpässe spielen und dann wollten sie uns überfallmäßig auch attackieren. Haben sie auch teilweise ordentlich gemacht. Das hätte auch alles in die Hose gehen können. So wie Fabio oder ich es auch vorm Spiel gesagt haben, dass wir auch auf den Arsch kriegen können, schlimmstenfalls. Aber wenn ich mir den Rest so angucke, Ballbesitz am Ende des Spiels 62 für uns, wie, mal wieder. Ne? Zweikämpfe haben wir auch gewonnen. Gut, gegen Augsburg waren wir teilweise immer besser als die in den Zweikämpfen. Zum Ende des Spiels hin nicht. Spätestens als das 0-1 fiel, haben wir ja eigentlich nur Brechstange und blind nach vorne. Und hast du vermeintliche einfache Bälle nicht einfach gespielt, die du hättest einfach spielen müssen. Ja, zu viel einfach hier, was ich sag. Und deshalb ist dann das Pendel in der Zweikampfquote denn jetzt am Wochenende natürlich für Augsburg ausgeschlagen. Aber heute ganz klar auf unserer Seite. Also ich bin einfach nur froh und stolz auf diese Mannschaft. Sie haben jetzt genau das geholt, was ich mir insgeheim erhofft hatte. Ich war ein bisschen pessimistischer. Ich habe gesagt, wenn wir noch einen Punkt holen, dann muss man zufrieden sein. Jetzt haben wir sogar die 3 Punkte geholt und wir haben irgendwie davon geträumt, gewünscht, die Tage jetzt nach dem Augsburg-Desaster, Scheiße, dass wir hoffentlich noch 4 Punkte holen. Das wäre spitze. Ja gut, aber wenn man mal sieht, wie Stuttgart gespielt hat, die haben unter Wert verloren. Ne? Was war das? 5-0 oder was? Die waren eigentlich am Drücker, selber ein Tor zu schießen oder Bayern da an die Wand zu spielen oder sowas. Und Bayern war dann nachher eiskalt. Und als er das 2 und 3-0 fiel, ja gut, dann
Denn war der Bann gebrochen für Bayern und Stuttgart hat sich aufgegeben leider, ne? Und dann kam Bayern ins Rollen, haben sie dann natürlich das Spiel gewonnen. Das ist jetzt aber eigentlich gut für uns, weil ich glaube, Stuttgart wird mit Wut im Bauch gegen uns spielen, ja, aber wir haben jetzt dieses Erfolgserlebnis. Dieses Erfolgserlebnis ist so viel mehr wert als der wütende Bauch von den Stuttgartern. Deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir wieder vor Zuschauern spielen dürfen, also zumindest die 15.000 oder was, dass die uns hoffentlich nach vorne peitschen. Weil Wolfsburg hat eigentlich gar keine Fans. Ja, da waren Fans, aber die haben eigentlich gar keine Fans in ihrem Plastikstadion da, mit ihrer komischen Disco-Schlagermusik-Scheiße da. Entschuldigung, aber ist so. Und die waren ja mal ordentlich zu hören. Am geilsten waren, es sind keine Gästefans erlaubt und dann da irgendwie, keine Ahnung, 30 Kölner Fans, alle mit dem roten Schal und alles. Wie haben die den Schal da reingebracht? Ne? Aber scheißegal, geile Fans, die waren lauter als 15.000 oder 50.000 zuletzt im eigenen Stadion, weil die dann die Akademiker-Spinner da alle da rumsitzen. Naja, auch ein paar echte Fußballfans, ne, die natürlich Alarm gemacht haben. Avi, Fabio, ich grüße euch alle und alle anderen, die halt mal da waren und hier mit zugucken. Ich habe auch keine große Lust, jetzt hier das Spiel irgendwie auseinander zu pflücken. Seien wir alle froh und happy, dass wir dieses verkackte, geile Spiel gewonnen haben. Gerade in Wolfsburg, wo wir auch die Jahre nie wirklich gut ausgesehen haben da. Und als wir zuletzt gewonnen haben, haben wir auch 3-2 gewonnen. Ne? Da haben Sportsfreunde wie Pezzoni, Freis und Schihi getroffen. Das muss man sich mal reinziehen. Ich glaube, Gentner und weiß ich nicht, wer jetzt da für Wolfsburg getroffen hatte. Aber es ist mir so egal. Ich bin einfach so happy. Ich werde mir gleich die zweite Hälfte nochmal reinziehen. Ich habe morgen Spätschicht, von daher kann ich noch ein bisschen wach bleiben. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel gesehen habt. Ich lasse die ganze Analyse-Scheiße jetzt hier aus. Ich bin einfach happy. Ich denke, ihr auch. Genießt den Abend, habt eine schöne gute Nacht, habt morgen einen schönen guten Arbeitstag. Lasst euch nicht unterkriegen bei der ganzen Scheiße, die hier draußen links und rechts passiert da. Egal, wie man dazu steht oder sowas. Wenn wir alle nicht zusammenhalten, sind wir eh alle am Arsch. Ja, lasst es euch gut gehen und ich werde mich dann wahrscheinlich, morgen habe ich Spätschicht, übermorgen habe ich Spätschicht, wahrscheinlich übermorgen Abend spätestens dann melden, frühestens spätestens, scheißegal, danach habe ich auch 2 Tage frei, dann kann ich mich genug melden. Ja, wie gesagt, genießt den Abend, come on FC, danke Baumgart, heute hast du richtig gewechselt, danke an alle Spieler, danke an alle Einwechselspieler, danke an die Fans im Stadion für Köln. Danke an die Zuschauer, die zugeguckt haben und die Daumen gedrückt haben und nicht wieder nach dem 0-1 und 1-2 die Mannschaft verflucht haben. Ne? Alles klar. Macht's gut zusammen. Bis bald. Tschüss.